Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich einen aufgebraucht für euch. Ich habe hier mein übervolles Körbchen neben mir stehen. Wir können mal ein Foto machen. Und da gehen wir jetzt durch. Ich habe wieder ewig gesammelt. Ich sollte nicht so lange sammeln, ich weiß. Aber ehe man sich's versieht, ne, zack, ist die Zeit rum. Und wenn euch interessiert, was da drin ist, und vor allen Dingen, ob ich mich auch noch erinnere, wie die Produkte waren, dann bleibt einfach dran, wir legen gleich los. Ich muss mal eben noch ein Schlückchen trinken. Glücks. Ich war nämlich gerade unterwegs. Ich drehe dieses Video an dem Tag, an dem ich das Einjahreslü, das Geburtstagslü gedreht habe. Quasi ein Jahr Frau Lü auf YouTube. Und das seht ihr wahrscheinlich auch an der Klamotte. Wenn mein Make-up nicht mehr ganz so fresh ist, dann liegt das daran, dass ich 10.000 Schritte gelaufen bin und zwischendurch noch eine Omi. Huch, ich habe hier mein sicherheitshalber mein zweites Mikrofon. Und zwischendurch noch eine Omi aufgedabelt habe, die kaum laufen konnte und die mich gebeten hat, sie über den Zebrastreifen zu bringen. Daraus ist dann geworden, dass ich sie bis nach Hause gebracht habe. Und dann hat sie mir erzählt, die lief wirklich ganz schlecht. Aber sie hat mir erzählt, ganz stolz, seit September 2019 gab es keinen Tag, an dem sie nicht draußen war. Und das will viel heißen. Die Dame wohnt nämlich im vierten Stock ohne Aufzug. Puh, hat sie gesagt, ja, im ersten Stock, da wohnen die Faulen. Und sie bleibt dadurch fresh. Da ich gesagt, okay, und du jammerst bei deinen 10.000 Schritten. Ich jammer ja nicht wirklich, aber puh, heute war wieder Montag, Schienbeintag, ne? Ganz schwierig. Aber wir haben ja hier meine Aufgebrauchtkiste. Oh, ich halte sie euch nochmal hoch. Siehst du, da fällt schon alles runter. Siehst du, ich wollte noch was holen. Das hole ich jetzt auch noch und dann fangen wir an. So, ich war nämlich eben nochmal im Bad, weil runtergefallen ist mir gerade hier der Nagellack von Ebelin. Nagellackentferner, nicht der Nagellack. Acetonfreier Nagellackentferner. Und das ist der, der hier oben diesen Pumpspender drauf hat. Da haltet ihr also ein Wattepad drauf und dann habt ihr das im Wattepad. Den mag ich gerne, aber er ist jetzt alle. Ich habe meinen Müll hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, welcher ist. Der ist der. Und dabei fiel mir der gerade noch ein. Der ist nämlich auch durch. Das ist der. Ich will es nicht, also da ist noch Flüssigkeit drin, da ist ja hier dieses Schaumstoffding drin, wo ihr einen Finger rein und ne? Da habe ich jetzt neulich festgestellt, als ich abgelackt habe, dass da nur noch rote Suppe drin ist, deswegen muss der mal ausgetauscht werden. Jetzt habe ich nur noch einen Acetonhaltigen da. Ich bin ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr in die Drogerie gekommen, aber ich habe ja im Moment auch die Nägel drauf, die Neonails, die UV-Lacknägel, da brauche ich eh einen Acetonhaltigen Nagellackentferner. Aber sowas werde ich mir auf alle Fälle hinstellen, denn dann habe ich das hier. So, das kann weg, brauchen wir nicht. Aber die beiden Nagellackentferner, die sind super, die kaufe ich immer wieder nach. So, was machen wir denn hier weiter? Dann habe ich hier noch, ihr wisst ja, jetzt sind sie auch hier bei mir alle. Ich habe gerade keinen mehr. Nee, einen habe ich am Wochenende noch weggeschmissen, den habe ich jetzt nicht noch in die Aufgebrauchtkiste mitgepackt. Deswegen habe ich gerade überlegt, die stehen bei mir immer im Bad auf der Anrichte unter dem Spiegelschrank und das nimmt mir weniger Platz weg als so eine lange. Jetzt habe ich aber auch Recycling aus dem Edeka eine lange Kosmetiktücherbox da stehen, weil die haben die beim Edeka nicht und ich war schon ewig nicht mehr DM Rossmann. Die sind ja aus dem DM und die mag ich total gerne, aber jetzt sind meine Reserven aufgebraucht. Wie gesagt, das Ding steht für zwei Pappe. Geht dann mit in Papiercontainer. Aufgebraucht greife ich immer wieder zu. Wie gesagt, das Format mag ich sehr gerne, das Recycling. Ich komme mit dem gut klar. Und die hole ich mir immer wieder gerne. Und dann sind wir hier nochmal im Darmhygienebereich. Carefree, siehst du, sollte ich mir aufschreiben, brauche ich wieder welche. Das war eine Limited Edition. Da war kein Norbert drauf. Ne? Hier ist er ja abgebildet. Das war nur die Verpackung. Aber mit frischem Duft. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber das sind die, die ich immer wiederhole. Den Marktführer mag ich nicht so gerne. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der mich reizt, der Marktführer. Ne? Mit A und immer. Und mit denen komme ich gut klar. So, dann fangen wir mal an. Hier habe ich von meinem Mann.
werden sicherlich einige drin sein. Ach, guck mal, jetzt muss ich gleich nochmal aufstehen, weil wieder was runtergerutscht ist. Ich habe nämlich auch dekorative Kosmetik dabei. Mein Mann ist nicht so anspruchsvoll, was Duschgel und so angeht. Der verbraucht allerdings auch einiges. Der wäscht sich damit Haut und Haar, Gesicht und alles Mögliche. 2-in-1 Duschgel, das von Fa, das Kickoff, ist eigentlich immer mal mit im Korb, wenn das bei Penny und Konsorten das Doppel- oder Dreierpack im Angebot ist. Wird immer wieder nachgekauft. Schmeiß weg. Guck mal, jetzt haben wir hier noch eins. Guck mal, das. Der ist schlummrig, ne? Ich stelle Ihnen das nämlich schon immer auf den Kopf, wenn ich merke, er hat das rausgestellt. Aber das hat er mir hier so mit reingeschmissen. Fahrsport. Ich bin ja so einer, ich würde die ja sogar aufschneiden, ne? Nicht auslutschen, aber ja. Duschgel für den Mann, nichts Weltbewegendes. Mein Lieblingsduschgel, guck mal, oh Gott, hier fällt echt alles auseinander. Was haben wir denn hier noch? Dusch das. Die blaue Variante, mein Mann, ne? Sport 2-in-1, haben wir gleich zweimal hier. Guck mal, wo mein Mann 4 leer macht, habe ich 1. Und das ist, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ist in meinem Vorrat, ich habe ja immer noch so einen kleinen Vorrat, wo man dann denkt, so wird der überhaupt jemals leer. Und das war mein Lieblingsduschgel und das ist es immer noch, das Magnolia von Dusch, das ist mein allerliebstes Duschgel. Ich mag den Geruch, ich mag Dusch, das und das ist mein Go-To. Ich hoffe, es gibt es noch, obwohl ich brauche nicht viel Duschgel, ich habe noch im Vorrat und ansonsten möchte ich ja gerne auch auf Seife und sowas umsteigen. Ich wechsle tagtäglich irgendwie mal Seife, mal Duschgel, mal Seife, mal Duschgel. Nun dusche ich auch nicht jeden Tag, ne? So, dann nehmen wir mal hier den langen Fuß. Wir kriegen das noch hin. Meine Haare stiepseln heute. Shampoo, habe ich auch mal wieder eins aufgebraucht. Ich glaube, das habe ich mir gar nicht selber gekauft, sondern das war in meiner Mädchenbox drinne. Ghoul, ich mag die Ghoul-Shampoos in allen möglichen Variationen. Das ist Feuchtigkeitsaufbau-Shampoo für trockenes und sprödes Haar, Kaktusfeigenöl. Hyaluron-Komplex. Kann ich nichts Negatives zu sagen, ich mag den Duft. Oh, das riecht echt gut. Was ist ein Kaktusfeige? Okay, die Frucht habe ich noch nie gegessen. Schon gesehen, aber noch nie gegessen. Riecht unheimlich gut. Ich mag die Ghoul-Shampoos. Die sind auch ergiebig. Da braucht man nicht so wahnsinnig viel. Ich nutze meistens zu viel. Okay. So, was haben wir denn hier noch an großen? Das Today milde Gesichtswasser nehme ich ja gerne. Ich reinige ja abends mein Gesicht. Und morgens nehme ich mir dann nur die Rückstände der Nacht runter, also das, was von der Nachtcreme noch übrig ist und wenn vielleicht doch mal die Augen nicht ganz so sauber waren und Fett, Schweiß, das alles von der Nacht. Ich reinige mein Gesicht morgens nicht mehr mit Reinigungsgel oder sonst irgendwas, sondern gehe einfach nur mit meinem Washi, den tränke ich so in Gesichtswasser oder in Rosenwasser und gehe damit über das Gesicht, mache mich frisch und nehme die Reste der Nacht runter. Sanfte Reinigung und Pflege mit Aloe Vera mag ich gerne, kaufe ich immer wieder, komme ich günstig ran, weil der Penny genau gegenüber ist, habe ich auch schon wieder in Verwendung. Yes, Nachkaufprodukt. Sehr gerne wieder. Sehr gerne wieder auch Sensodyne, obwohl das nicht meine Sensodyne ist. Aber guck mal hier, gleich 2 Stück. Mein Mann und ich haben getrennte Zahncremes. Ich habe immer meine Sensodyne. Normalerweise habe ich die pro Zahnschmelz. Vielleicht kommt die auch noch. Die habe ich neulich nicht gekriegt oder die habe ich da nicht gekriegt, weil, wie gesagt, ich komme ja nur in die Drogerie, wenn ich auch zum Friseur gehe. Ansonsten, gerade zu Zeiten des großen Cs, gehe ich auch nicht, wenn ich jedes Mal beim Friseur bin. Und das habe ich halt auch im Penny gekriegt. Das ist die Sensodyne Sanft Weiß. Whitening-Effekt für schmerzempfindliche Zähne. Also da habe ich gedacht, hast du beides zusammen. Es ist nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig weiße Zähne habe. Wäre auch blöd, weil durch meine Brücken, die sind ja meiner natürlichen Zahnfarbe, ich hoffe, ich habe jetzt nichts mehr zwischen die Zähne vom Mittag, meiner natürlichen Zahnfarbe angeglichen, beziehungsweise ein Müh heller, weil wir immer noch mal überlegt haben, ob wir einmal bleachen. Aber nenne es Einbildung, vielleicht ist es aber auch wirklich so. Ich habe das Gefühl, dass sie doch ein bisschen was bringen. Also nicht in Richtung weißere Zähne, aber hellere und reinere Zähne. Also man sieht auch, ich habe sie jetzt gerade wieder in Verwendung und hier schon zweimal aufgebraucht, Sensodyne
Sanftweiß. Gefällt mir gut, mag ich. Ist mit meinen empfindlichen Zähnen auch kompatibel. Das funktioniert alles gut. Kosmetisch Bereich Tautropfen. Oh, die waren schön. Ich glaube, die habe ich mir über Amazon bestellt. Tautropfen, Hyaluron, Intensivfeuchtigkeitsgel für anspruchsvolle Haut. Ich bin am Überlegen, ob ich mir den Spender aufhebe, weil das ist so ein Pumpspender. Hier. Das hat einen sehr angenehmen Geruch. Pudrig würde ich jetzt auch nicht sagen, aber einen sehr angenehmen, sauberen Geruch. Und ich habe da zwei Pumphübe morgens und abends. Nach der Reinigung sanft in das Gesicht, auf den Hals und Dekolleté einmassieren. Ich nehme zwei Pumphübe in die Hand, verreibe das, gebe das übers ganze Gesicht, Dekolleté, reibe das ein. Das ist der erste Schritt meiner Pflege, also nach dem Gesichtswasser. Und das hat mir sehr gut gefallen. Werde ich mir nachkaufen. Im Moment habe ich eins von Colibri. Hat auch so die Größe. Das ist nicht ganz so günstig. Ich glaube, das hat über 20 Euro gekostet. 22,95 Euro, 29 Euro, irgendwas so in dem Dreh. Hat mir aber sehr gut gefallen. Ich glaube, Tautropfen ist auch Naturkosmetik. Das ist definitiv, steht das bei mir auf der Liste für Nachkaufprodukt. Es sei denn, das Colibri ist noch besser. Beziehungsweise ich habe auch... Nee, das ist Vitamin C, was ich von Jungglück im Dings hatte. Vitamin C habe ich noch nicht aufgebraucht, weil ich das nur morgens oder abends benutze. Beziehungsweise ich hatte noch andere Serien. Das habe ich von M. Asam im Moment. Gefällt mir auch sehr gut. Aber wie gesagt, das Tautropfen steht auf alle Fälle auf der Liste der Produktempfehlung und der Nachkaufprodukte. Wie gesagt, bei dem Pumpspender bin ich noch am Überlegen, ob ich mir den aufhebe. Dann endlich aufgebraucht. Yay! Na, ich weiß gar nicht, nach wie vielen Jahren. Bare Minerals. Ist ein Pure Plush Gentle Deep Cleansing Foam. Ich habe mir mal von Bare Minerals mir damals über QVC mal eine Mineralfoundation mit Teebaumöl bestellt und mit der bin ich überhaupt nicht klargekommen. Und dann habe ich festgestellt, die ist auch für unreine Haut. Und ich habe ja eine trockene Haut. Das konnte also nicht funktionieren. Und dann hat Bare Pro, so eine Flüssig-Foundation rausgebracht. Und die habe ich bei Hatice Schmidt gesehen. Und Hatice Schmidt war so begeistert von dem Teil, dass ich gedacht habe, jo, kaufst du dir nach. Habe ich mir gekauft. Ich bin mit dem Ding überhaupt nicht klargekommen. Das Ding hat Schuppen gebildet, das ließ sich nicht verteilen. Ich habe mehrere Reviews danach auf YouTube gesehen zu dieser Bare Pro. Ich glaube, das war die Bare Pro, eine Flüssig-Foundation. Und, die hatte ich mir im Karstadt hier geholt. Neulich schrieb jemand, Nude by Nature ist bei Karstadt raus. Siehst du mal, wie lange ich nicht mehr da war. Die hatte ich mir hier im Karstadt geholt. Und die Lady hat die auch, das war eine ganz junge, die hat mich nicht beraten. Ich bin später dann zu einer Älteren gegangen, die konnte das gar nicht verstehen, weil sie sagte, sie versuchen das immer am Kunden. Und ich bin mit dem Ding wirklich zurückgegangen und habe gesagt, nope, ich komme mit dem Teil nicht klar. Das setzt sich bei mir auf die Haut, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann bin ich, wie gesagt, als ich das reklamiert habe, ich bin sonst eher nicht so der Typ, bin ich an eine etwas Ältere geraten und die hat gesagt, so von wegen... dann hatte ich ihr das Dilemma mit meiner anderen Mineralfoundation erzählt und dann sagte sie so, wir versuchen jetzt mal beide was. Und dann hat sie mir die Mineralfoundation, die ich auch habe, ich habe ja im Moment gerade Nude by Nature ist schon abgedreht, Bare Minerals und Laura Mercier machen wir noch. Vielleicht ist auch Bare Minerals schon online, dann werde ich wahrscheinlich die Geschichte nochmal erzählen. Sind wir hier im Aufgebraucht, aber das erzähle ich euch nochmal kurz. Und dann sagt sie, wir tragen mal die Bare Minerals Mineral Foundation auf und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Und dann geht das los. Und dann haben wir das gemacht und sie hat mir quasi, wir haben mein Make-up runtergenommen, haben die Bare Minerals aufgetragen. Die habe ich sogar als Mineral Foundation da auch mitgenommen. Ich hatte schon eine zu Hause mit dem Pinsel und... dann hatte sie mir auch gleich noch einen Bronzer mit aufgetragen. Und was ich dann mitgenommen habe, das war nämlich ein Set. Und in diesem Set war dieses Reinigungsding. Dann kommen wir da wahrscheinlich gleich noch zu. Liegt es vielleicht oben auf? Die habe ich nämlich auch aufgebraucht. Hier, guck mal. Die Dirty Detox, die Maske. Ausgelutscht bis zum letzten. Die habe ich geliebt, die Maske. Die werde ich mir vielleicht auch nochmal holen.
Die riecht richtig schön kräuterig. So grün wie die Verpackung ist, war die auch, wenn ihr die aufgetragen habt, das war wie so eine Heilerdemaske. Habt ihr ausgesehen wie der Waldschrat im NATO-Einsatz. Aber das war wirklich so eine tiefenreinigende Maske. Danach habe ich meistens noch eine Feuchtigkeitsspende aufgetragen. Die habe ich geliebt. Und das war so ein Set, die zwei Sachen. Und dann war noch ein Serum dabei, ein Feuchtigkeitsserum. Die waren der Hammer. Also das Teil und dieses Feuchtigkeitsserum waren der Hammer. Die waren richtig cool. Und dazu gab es dann noch diesen Deep Cleansing Foam. Das war so ein Sonderset. Das habe ich da mitgenommen. Und den aufzubrauchen, ihr braucht wirklich nur Linsengröße, maximal grüne Erbsen, also fürs ganze Gesicht, und ihr habt das ganze Gesicht voll diesem Foam. Und das ist auch ein Deep Cleansing Foam, also das ist nichts für jeden Tag, sondern ich habe das so zweimal die Woche, wenn ich dran gedacht habe. Ich habe es meistens dann auch in meinem Reisekulturbeutel gehabt zum Mitnehmen, aber jetzt ist es aufgebraucht und ihr seht, es ist nicht aufgeschnitten, weil das trocknet dann tatsächlich ganz schnell an, und so toll fand ich es nicht. Ich mag diese Deep Cleansing Dinger nicht. Ich mag es nicht, wenn das Gesicht quietscht, weil dann ist, wenn das Gesicht quietscht, ist restliches Fett auch weg, und ich habe eh schon eine trockene Haut. Ansonsten, das Produkt war okay, wenn man es nicht übertreibt. Aber hier, das Teil. Hammer. Die war so, so schön. Und wie gesagt, ich liebe den Geruch. Ich könnte diesen Pott aufheben, nur wegen des Geruchs. Ja, da seht ihr noch die Reste, aber ansonsten ist das Ding total ausgelutscht, total leer. Upsa. Ja, oh Gott, jetzt muss ich auch noch Sport machen. Wenn ihr mal nicht wisst, was ihr euch schenken lassen sollt, vielleicht gibt's das ja wieder irgendwie mal so als Set. Also wie gesagt, bei uns gibt es Bare Minerals und Nude by Nature gab es im Karstadt. Ich weiß nicht, also Nude by Nature, schrieb neulich jemand, ist bei Karstadt rausgeflogen. Vielleicht gibt es aber Bare Minerals noch. Aber Bare Minerals gibt es, glaube ich, auch bei QVC oder so. Absolute Empfehlung, diesen Deep Cleanser, das ist nicht so unbedingt meins. Und da wir schon mal bei Bare Minerals sind, habe ich euch neulich auch erzählt, die Complexion Rescue, die habe ich bei QVC mir bestellt. Mahlzeit. Die gab es zusammen mit einem Täschchen und einer Mineralfoundation gab es die mal. Und da habe ich mir das Set bestellt. Da war auch ein Pinsel mit dabei. Und ich glaube, das habe ich meiner Mutti auch geschenkt. Das war so ein Sonderset, 36 Euro alles zusammen. Die hat wirklich, wenn überhaupt, eine leichte Deckkraft. Also es ist ein Tinted Moisturizer. Ich habe hier Buttercream. Das war jetzt auch nicht so optimal. Ich habe die jetzt aufgebraucht als Primer-Ersatz, wie eine feuchtigkeitsspendende Creme. Hat mir gut gefallen. Ich weiß, Meloflori steht auf das Zeug. Die schwört tagsüber oder unter der Woche auf die Complexion Rescue. Ist auch ein schönes Produkt, aber ich würde es mir jetzt nicht unbedingt wieder kaufen, weil es für mich nicht so wahnsinnig viel gemacht hat. Dann sind wir wieder Primer-Ersatz. Ich habe wirklich auch einiges aufgebraucht. Judith Williams habe ich mir auch bei QVC oder HSE oder was weiß ich, wo sie war, bestellt. Und zwar ist das auch, das war so ein, was ist denn das? Nude Skin Primer. Das ist tatsächlich ein Primer. Den habe ich mir zusammen auch mit dem Pinsel von ihr geholt, mit dem schwarzen. Den weißen gibt es ja im DM. Nude Skin Primer, das ist so ein Pumpspender mit einer Tube. Der funktioniert nach dem Vakuumprinzip. Der Rest hat bei mir nicht nach dem Vakuumprinzip funktioniert. Deswegen so. Ist ein schönes Produkt, würde ich mir jetzt aber nicht unbedingt wieder kaufen, weil Primer habe ich noch Unmengen da, die ich erstmal aufbrauchen will. Aber ich habe wieder einen Primer aufgebraucht. Wieder ein Produkt weg. Schon das zweite, ne? Nach der Complexion Rescue. Cool. Dann haben wir hier, da kommt auch gleich noch was, von Douglas, von der Aqua Focus Serie. Da hatte ich ja mal so eine Gelcreme, die mir sehr, 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 sehr gut gefallen hat. Und daraufhin habe ich mir dieses Hydrating Serum geholt, Swiss Glacier Water, also Schweizer Gletscherwasser. Riecht herrlich erfrischend, ist ein tolles Produkt. Das einzig Doofe ist diese Applikation. Das hat hier, das ist schön für unter der Augen, ne? Schön kühl. Aber wenn ich das haben will, habe ich meine Rosenquarzsteine oder sowas. Ich fand das von der Applikation her sehr schwierig, zumal es ein Serum ist. Und für gegen dehydrated skin, also gegen dehydrierte Haut.
Ich habe mir das einfach in so einen Pumpspender jetzt umgefüllt, den Rest, damit ich da besser rankomme. Die Applikation finde ich ganz furchtbar. Das Produkt mag ich. Das ist solide. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, also nicht hier, nicht so wie das, aber es ist schon cool. War ein schönes Produkt, hat mir gut gefallen, habe ich im Urlaub mitgehabt. Und die Reste verbrauche ich jetzt gerade. Und dazu habe ich auch die Rich Moisturizing Cream auch aufgebraucht. Das ist allerdings nicht die Gelcreme, sondern das war eine normale Creme. Ich würde die Gelcreme definitiv bevorzugen. Ich habe gedacht, ich versuche die mal. Die war mir ein bisschen zu creamy. Aber für den Winter hat das gut funktioniert. Für den Sommer hätte ich sie nicht tragen können. Da hatte ich sie auch abgesetzt und habe sie jetzt im Winter aufgebraucht. Da war sie okay. Ich würde sie eventuell, wenn ich die Gelcreme, also die Serie an sich mag ich sehr. Ich hoffe, es gibt sie noch. Die Gelcreme werde ich mir auch auf alle Fälle nochmal holen und dann könnte ich die kombinieren als Nachtcreme oder halt als Wintercreme und dann die Gelcreme im Sommer. Und ich habe jetzt im Moment noch eine so ein Creme-Mousse. Das ist sehr mousig. Vielleicht auch eine Mogelpackung von der Menge für die Nacht. Das ist eine Overnight Mask. Die brauche ich gerade auf. Aber das riecht die riecht auch sehr gut und die hat mir echt gut gefallen. Und da, wie gesagt, die Gelcreme hatte ich davon schon mal, deswegen war das ein Nachkaufprodukt. Werde ich mir bestimmt auch mal wieder bestellen, wenn Douglas mal wieder so hier für Eigenprodukte kauft 3 und zahl das Billigste, nur die Hälfte oder irgendwie sowas haben die ja immer mal. Und da ist die auf alle Fälle mit dabei. Die finde ich sehr schön, die gefällt mir sehr gut. Die Aquafocus mit dem Swiss Glacier Water. So, was haben wir hier? Klinik. Take the day off. Haben wir eigentlich auch das Öl noch? Nee, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal gehabt, ne? Klinik, take the day off, ist so ein Abschminkbalm. Ich schminke mich ja entweder abends, ich habe so eine 2-Stufen-Reinigung, entweder abschminken mit entweder mit dem Balm oder mit meinem Öl. Ich habe es euch, glaube ich, beim letzten Mal gezeigt, da war es alle. Im Moment nutze ich das Öl, weil mein Balm alle ist. Ist auch schon die 2. oder 3. Packung, die ich davon habe. Die gefällt mir sehr gut. Ich rutsche hier irgendwie auf meiner Couch immer weiter runter, ne? So aus dem Bild raus. So. Nachher seht ihr nur noch so viel von mir. Was ich... Klinik, take the day off, Balm. Finde ich toll. Ich möchte gerne mal ausprobieren von The Body Shop. Die Camomille-Serie, die haben auch so einen Balm. Den werde ich wahrscheinlich, wenn mein Öl alle ist. Nee, dann habe ich noch von Misha ein Öl, ein Reinigungsöl, was ich ausprobieren will. Und dann werde ich mir wahrscheinlich von, ich sagte es eben, von The Body Shop mal diesen Camomille-Balm besorgen, weil der, glaube ich, ein bisschen günstiger ist und das Gleiche bringen soll und vergleichbar sein soll. Also meine Pflegeroutine ist, ich nehme abends mit einem dieser Produkte, entweder dem oder dem Öl, mein Make-up ab und gehe dann nochmal mit einem Reinigungsschaum oder Gel und reinige nochmal nach und dann trage ich meine Pflegeprodukte auf. Aber wie gesagt, das ist schon die 2. oder 3. Dose. Finde ich toll. Mag ich leiden. So, was haben wir denn hier noch? Kompostierbarer Beutel. Wie ist denn der da reingekommen? Wie gehört denn der hin? Reinigungsmousse waren wir gerade mit dabei. Ich mag diese Mousse eigentlich nicht so gerne. Ich mag lieber eine Milch oder ein Gel. Aber das hier von Nux, wie auch immer man das ausspricht, das hat mir gut gefallen. Das war ist ein solides Reinigungsprodukt. Hält ewig. Ich habe das Gefühl, diese Dinger gehen nie alle. Ist mild, ist mit meiner Haut gut kompatibel gewesen. Hat mir gut gefallen. Ich glaube, wir müssen auf den Ton zurückgreifen, weil ich vergessen habe, dieses Mikrofon leiser zu stellen. Und dann ist dichter, nehme ich an mir dran. Technik, die begeistert. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Was habe ich denn hier? Ich greife einfach rein, ne? Es passt nicht so unbedingt alles zusammen. Kleine Empfehlung, ich esse ja, ich habe ja hier durch Flatschi, ne, hier durch Flatschi,
Habt ihr ja alle mitbekommen, entweder auf Frau Lü oder hier auf dem Kanal oder im Vlog. Ich hatte ja da so einen richtig schönen fiesen Herpes mir eingefangen und bin dadurch ja dann in die Fänge meines Hausarztes geraten und seitdem ja so ein bisschen auf 10.000 Schritte, Gewichtsreduktion und allem möglichen Kram. Und dann habe ich gedacht, so von wegen meine Challenge im Februar, unter der Woche kein Fisch, Fleisch, Wurst. Was isst du denn dann abends? Immer nur Hüttenkäse, ist ja auch doof. Und dann stand ich neulich im Bioregal im Edeka und habe dann von Alnatura hier so einen Paprika-Walnuss-Aufstrich gesehen. Der ist auch schon leer. Ich war erstaunt, wie lecker das Zeug ist. Im Moment habe ich Spinat-Walnuss. Oh, lecker. Das mache ich mir. Ich habe dann so entweder mein Eiweißbrot oder mein Körnerbrot und dann kommt so eine Schicht davon drauf und dann kommt ein bisschen Hüttenkäse drüber und Stullenspice. Lecker. Das esse ich zum Armbrot, ist ein guter Ersatz. Ich habe mal auf die Zusatzstoffe geguckt. Ich glaube, hier haben wir pro 100 Gramm 186 Kilokalorien. Die Spinat-Walnuss-Creme ist ähnlich. Und dann gibt es noch, da stehen daneben von der Edeka Eigenmarke Bio, da sind 100 Gramm gleich mit 326 Kalorien dabei. Man muss da schon mal drauf gucken. Und es ist bei Edeka ist ziemlich weit vorne, erste oder zweite Zutat ist Sonnenblumenöl. Und Sonnenblumenöl ist zwar ein Pflanzenöl, aber ein sehr niederwertiges, nennt man das so, geringwertiges. Es hat nicht genug gesättigte Fettsäuren. Und es ist eigentlich ein ganz billiges Pflanzenöl und Palmfett ist auch noch drin. Und hier ist zwar auch Sonnenblumenöl drin, aber ein ziemlich geringer Anteil. So, ist ja auch Alnatura, ne? Hier ist Paprika drin und 47% Wasser, damit geht es los. Sonnenblumenkerne, Zwiebeln, 9% Sonnenblumenöl, das ist ja schon mal, nee, Sonnenblumenöl. Da ist ein Komma dazwischen. Zwiebeln 9%, Sonnenblumenöl, keine Ahnung. Walnüsse 4%, also ist schon in der geringeren Stärke da drin. Finde ich, könnte man auch durch ein höherwertiges Pflanzenöl ersetzen, aber es ist gerade noch okay. Aber wie gesagt, wenn ihr bei der Edeka-Eigenmarke hin drauf guckt, Palmfett, Sonnenblumenöl ganz vorne mit dabei. Aber wenn ihr das mal probieren möchtet, traut euch da mal ran. Das schmeckt wirklich gut. Also hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. So, hier haben wir noch ein Foodprodukt und zwar Blueberry Oatmeal Spice. Kennt ihr, wenn ihr mich auf dem Blog verfolgt, ist von Just Spices ein ganz wichtiges Gewürz, was bei mir nicht fehlen darf. Im Moment schon, weil ich nicht frühstücke. Aber wenn ich zum Beispiel meinen Porridge mir mache, das esse ich manchmal auch zum Mittag. Oder ich habe in der letzten Zeit auch Quark mit Früchten gegessen, aber ich esse auch kaum noch Früchte, also kaum noch Obst, wegen der Kohlenhydrate und des Fruchtzuckergehalts. Aber das ist eins der Gewürze, die bei mir eigentlich nicht ausgehen dürfen. Habe ich neulich auch gerade nachbestellt und mir auch gleich 3 oder 4 reingepackt. Wenn ihr so Fruchtquark-Typen seid oder so Porridge mit Beeren und Banane und sowas esst, dann schmeckt das. Dann probiert das mal aus. Schmeckt echt gut. So, wieder ein Döschen, aber mal ein anderes. Ich habe ja Sephora Eigenmarke ein Video gedreht. Wieso funktioniert da eigentlich der Produktzeigemodus nicht? Jetzt. Auch nicht richtig, ne? Kann sich die Kamera nicht entscheiden. Von Sephora, das sind Peeling-Eclat, das sind so in Flüssigkeit getauchte Pads gewesen. Ich glaube mit Glykolsäure, das hat nicht gepritzelt, nichts, also es hat nicht wahnsinnig viel gebracht. War nett, aber muss man nicht nachkaufen. Nö. Nö. War nett, aber nicht essentiell. So, dann haben wir hier einen Conditioner, den hatte ich in der Mädchenbox. Ich glaube, das gibt es bei, nee, gibt es das bei DM, Avines oder Davines oder keine Ahnung. Das hat ein, ja, es riecht nach Mann. Das hat für mich, ich wollte gerade so machen, riech mal. Das hat einen sehr herben männlichen Duft. Das Produkt an sich hat mir gut gefallen,
von der Wirkung her, aber der Duft ging bei mir gar nicht. Man hat es allerdings danach auch nicht mehr gerochen. Es war ausgespült und dann hat man das nicht mehr gerochen. Aber schon beim Auftragen habe ich gedacht so, oh Gott, hier ist irgendwo ein älterer Herr. Riecht ein bisschen herber. Ich kann euch noch nicht mal sagen, wonach, weil ich kenne mich in diesen Männerdüften nicht aus, weil mein Mann eher sportliche Düfte benutzt. Bambuswattestäbchen habe ich neulich im Schminki mal angesprochen. Die mag ich total gerne. Vom DM. Sind auch komplett in Pappe verpackt. Ich mag sie gerne, weil die knicken nicht ab, die ruffeln sich nicht ab, da die Watte oder so, ne? Die sind schon ein bisschen stärker. Ja, sind bei mir ausgegangen und mein Friseurtermin ist ja Corona-bedingt ausgefallen, der letzte. Deswegen hänge ich ja hier auch mit Corona-Frise wieder ein bisschen länger. Nachkaufprodukt. Sind 100 Stück, glaube ich, drin, ja. Sind auch ein bisschen teurer, aber mir gefallen die echt gut. Die sind qualitativ super und ich habe da ein ganz gutes Gewissen bei, weil Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. So, Detox-Maske, Meeresalge-Leinöl von Mert Spezial, waren glaube ich zwei Sachets drin oder war da nur eins drin, weiß ich gar nicht mehr, hat mir aber gut gefallen. Ich habe euch ja mal meine Masken alle gezeigt, die war mit dabei, die hat mir gut gefallen, die ist ganz gut in Erinnerung geblieben. 2x5 ml, siehst du, für alle Hauttypen geeignet, frischerer und gesünderer Teint, ist eine, ja, kann ich mir vorstellen nachzukaufen, hat mir gut gefallen. Mein Standard-Deo Rexona, auch in dieser, ist Cotton Dry, glaube ich. Ja, das ist mein Deo-Stick, den liebe ich. Das einzig Problematische ist, dass ich den nie richtig alle kriege, ne? Da ist immer noch hinten sowas dran. Stelltest du scharf? Ich würde das ganz gerne komplett aufbrauchen. Aber ich mag die Wirkung, ich mag den dezenten Duft und die Handhabung, das ist mein Deo-Stift. Den kaufe ich immer wieder nach. Da wechsle ich auch nicht. Es sei denn, ich habe mal was in der Mädchenbox, aber da wechsle ich nicht. Das ist mein Deo-Stick und was anderes kommt mir gar nicht unter die Achseln. Guck mal, hier haben wir noch einmal die Bambusstäbchen. Dann haben wir aufgebraucht ein Puder. Wann braucht Frau bitte mal ein Puder auf, ne? Ich bitte um Sonderapplaus. Je. Und zwar ist das das Love Perfectitude Translucent Loose Powder, 5 Gramm. Im Moment habe ich ja Klinik, da sind ein paar Gramm mehr drin. Und ich habe mir, da ist hier so ein Netz drin, finde ich sehr sinnig, dann auch nochmal so einen extra Verschluss zu haben mit dem Netz. Und ich habe das nachher aber rausgenommen und habe mir dann quasi das Puder hier in den Deckel gegeben, man sieht es. Und ja, aufgebraucht. Ich mochte das, ich mag diese Love Perfectitude Serie. Ich habe auch noch einen Primer aus der Serie. Und ich mochte das sehr und wenn es das noch gibt, würde ich es auch nachkaufen, aber ich habe noch so viele Puder im Schrank, die ich erstmal aufbrauchen will. Und bis ein Puder leer ist, Leute, braucht ihr echt ewig, vor allen Dingen, wenn ihr ein trockenes Häutchen seid. Wenn ihr jung seid und baked und sowas, dann geht es schneller leer. Aber das ist wirklich ein Puder, was nicht cakey ausgesehen hat. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen von Love. Gibt es ja leider nicht mehr in der Drogerie. So, ein Produkt. Ja, Physicians Formula habe ich ja auch mal in Full Face mit euch gemacht und das war mit in dieser in diesem Vorteilsset drin, Rose All Day Oil Free Serum, also das sollte so ein Schimmerserum sein. Nee, Leute, also das habe ich nicht portioniert gekriegt, guck mal hier, da passiert gar nichts irgendwie, das ist nicht leer, das ist, ich kriege das nicht raus und nee, hat mir nicht gefallen, fand ich doof, müssen wir gar nicht lange drüber reden. Gut fand ich allerdings von Essence Hello Good Stuff und zwar ist das 3-in-1 Face Mist, Hydrate Fix and Refresh with Watermelon Extract. Da kommt auch gleich noch ein weiteres Produkt, denke ich, ja hier habe ich es, die Serie gefällt mir extrem gut. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wie der Sprühnebel war. Ob der jetzt... Nö, es geht. Da war jetzt sogar noch was drin. Hier, komm. Nix dem Feind. Nee, jetzt kommt nichts mehr. Aber es riecht lecker.
Ich hätte mir vielleicht ein Glasfläschchen gewünscht, aber gut, bei Essence. Aber es sind 90% natürlichen Ursprungs. Ich sage immer, Mineralöl ist ja auch irgendwie natürlichen Ursprungs, ne? Aber hat mir gut gefallen. Und da aus der Serie, ich habe ja im Moment noch den Primer mit Hanföl, glaube ich, der wie Gras riecht, also nicht wie Gras zum Rauchen. Das weiß ich gar nicht, wie das riecht. Ich weiß, wie es riecht, wenn es geraucht wird, aber ich weiß gar nicht, wie das in Natur riecht. Das hat so ein bisschen, aber auch nicht Heu, aber irgendwie hat das so ein, ja, so ein Duft. Den Primer mag ich ja wirklich sehr, den trage ich heute auch. Und dann haben wir hier Face Serum, Hydrate and Glow with Pineapple Extrakt mit Ananasextrakt, Hello Good Stuff, ein Serum, das habe ich dann statt des Vitamin C Serums benutzt. Das hat mir auch extrem gut gefallen. Das hat einen schönen, angenehmen Duft, so ein bisschen wie Ananas-Zuckerwatte. Aber es hat mir auch von der Wirkung her gut gefallen. Also, das ist nicht so, dass da irgendwas meine Haut drauf reagiert hätte. Es hat das schön aufgenommen, war Feuchtigkeit, war Glow. Hat mir sehr gut gefallen. Und da ist es auch ein Glasfläschchen, ne? Geht ja doch. Glasfläschchen, The Ordinary, Hyaluronic Acid, Hyaluronsäure. Mag ich von The Ordinary auch sehr. Im Moment teste ich ja, wie gesagt, auch noch ein paar andere aus. Ich habe, glaube ich, auch kein Hyaluronserum mehr von The Ordinary. Ich brauche die Produkte gerade mal so ein bisschen auf. Ich bin gerade so, ist der Zug The Ordinary gerade bei mir am Vorbeifahren. Vielleicht kommt er ja noch mal auf dem Rückweg vorbei. Dann, ich mag die Produkte von The Ordinary wirklich sehr, aber im Moment habe ich so ein paar andere Sachen. Jungglück möchte ich unbedingt mal ausprobieren, habe ich auch schon da, aber im Moment brauche ich noch ein paar andere Sachen auf. Aber The Ordinary Hyaluronic Serum für den schmaleren Geldbeutel ist das wirklich eine Empfehlung. Da muss es hier nicht Tautropfen für 29 Euro oder was das Ding kostet sein oder für 22. Da tut es das auch und es ist wirklich schön reichhaltig. Ich mag es sehr. 2% plus B5. Für alle, die die Konzentration noch interessiert. Noch ein Glasfläschchen. Juhu. Oh Gott, ich hatte das Gefühl, es wird gar nicht weniger. Von Caudalie oder Beauty Wasser. Habe ich genutzt zur Erfrischung. Es riecht sehr. Oh, ich weiß gar nicht. Es erinnert mich an irgendwas. Es riecht so ein bisschen nicht wie Apotheke, klinisch, minzig. Kräuterig, wirklich ein Duft, wo man denkt, so, oh Gott, jetzt fangen gleich deine Augen an zu tränen, weil man das Gefühl hat, es ist Eukalyptus mit dabei. Vielleicht ist auch Eukalyptus drin. Ich hole jetzt nicht meine Brille dafür raus. Das war mal in der Mädchenbox drin. Hat mir gut gefallen, war schön erfrischend. Habe ich dann auch quasi zum Abschluss des Make-ups, damit das pudrige Finish wegkommt. Es ist sogar noch was drin, aber der Duft ist schon schön, ist sehr erfrischend. Erweckend auch, ist was Schönes für morgens. Ist ein schönes Wässerchen. Ob ich mir jetzt nachhole, ich habe noch so viel, das weiß ich nicht. Da bleiben wir gleich dabei. Prime and Fine von Catrice, Multitalent Fixing Spray. Danach hast du die Wasserdusche im Gesicht. Also da kommt kein anderes meiner Fixing Sprays. Das vom Wet n Wild vielleicht noch mit. Aber da hast du wirklich eine Dusche im Gesicht und so kaltes. Und das ist dann nachher schon fast unangenehm, wenn so ein Schwall drauf kommt. Die Wirkung an sich ist okay. Das, was es tut, der Duft ist okay, aber ich wollte, hatte ja überlegt, es einfach mal umzufüllen in eine andere Flasche. Aber du kriegst das Ding hier noch nicht mal auf. Ne? Du kriegst das Produkt da nicht raus, um es in eine andere Flasche zu füllen. So ein Scheiß, echt eh. Aber das Produkt an sich war okay. Meine kleinen Haarsprays sind aufgebraucht. Yay, vielleicht kommt ja noch eins. Ich habe immer mal so, wenn es auf Reisen ging, eins geholt und hatte aber immer noch eins hier und benutze es eigentlich kaum. Ich benutze sehr selten Haarspray. Ich benutze Haarspray, wenn ich meine Haare gewaschen und geföhnt habe, um einmal drüber zu gehen, weil ich kriege sie nie richtig trocken. Und damit sie bis zum Trocknen wirklich in Form bleiben, jetzt heute habe ich gar keins drinne, aber dann haue ich da einmal Haarspray drüber und ansonsten benutze ich gar kein Haarspray. Deswegen dauert Haarspray bei mir auch. Dieses Wellaflex hat mir gut gefallen. Im Moment habe ich eins von Guard. Und dann gibt es noch Elnett und bei Elnett habe ich manchmal das Pech, dass das riecht wie Omas Handtasche. Ich glaube, es ist nicht jedes Elnett Haarspray, habe ich auch schon mitgekriegt. Nicht immer riecht es wie Omas Handtasche, aber irgendwie habe ich meistens das Glück. Deswegen bin ich irgendwann mal auf Wellaflex gegangen und jetzt habe ich, weil ich nicht in die Drogerie gekommen bin, das Ding alle war, war ich im Edeka und da hatten sie Guard. Und eins, was ich noch nie gesehen hatte von Guard und das gefällt mir sehr gut. Wenn das aufgebraucht ist, seht ihr das dann auch. Kommt das in den grünen Punkt? Ja, kommt in den grünen Punkt.
Meine Handcreme Balea Copacabana war letztes Jahr eine Sommer Limit Edition. Habe ich neulich gerade wieder eine geschickt bekommen. Die stand bei mir abends am Sofa zum Eincremen. Der Duft ging mir irgendwann mal auf den Keks, aber dauerhaft würde ich sie nicht verwenden. Eine Tube leer, dann mal wieder was anderes verwenden und dann mal wieder die. Aber es ist eine Limited Edition gewesen. Aber die war okay, so schlimm war sie jetzt auch nicht, aber ich habe sie nicht aufgeschnitten. Ne? Die ist also. Jetzt könnte ich sie mir wieder im Sommer hinstellen. Also sie war okay. Hat mir auch völlig ausgereicht von der Pflegewirkung. Ich mag es ja nicht, wenn es so ganz so fettig ist. Und nicht einzieht. So, was haben wir denn hier? Brotgewürz. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Warum habe ich das denn hier reingeschmissen? Weil ich das irgendwie bei Alnatura geholt habe oder so? Brotgewürz. Ich backe ja Brot selber. Und dann habe ich mir das und noch mit irgendwas anderem gemischt. Ist mir, glaube ich, zu heftig. Hier, mit dem habe ich mir das dann nachher gewürzt. Ist mir in einer... Ein Müh Brotgewürz rein. Also bis ich das aufgebraucht habe, bin ich wahrscheinlich im Rentenalter. Das ist okay, aber ich habe gedacht, noch mal ein bisschen mehr von dem mit rein. Und dann habe ich es mir übermischt mit dem. Das gefällt mir nicht. Das ist okay von Alnatura. So, das war, glaube ich, ein Geschenk oder in einer Mädchenbox drin. Ein Shower, ein Duschgel, Juicy Mango. Ja, habe ich im Urlaub mit aufgebraucht. War okay, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das reizt. Also mit dem Zeug darf ich nicht in die Intimzone kommen. Das hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ich habe das bei Zitrischen und so Lemon und so, da darf ich nicht in die Intimzone mitkommen. Und das war ähnlich. So, und jetzt dachte ich schon, ich habe doch noch ein Pflegeöl, aber nee, The Ordinary, das werde ich mir auf alle Fälle nachholen. Das ist das Glycolic Acid, das ist mein Toner für abends. Damit gehe ich abends nochmal, wenn ich dann mit meiner Reinigungsroutine durch bin, also Reinigungsöl bzw. Balm, Reinigungsgel abtrocknen und dann gehe ich mit dem Glycolic Acid auf einem Wattebausch nicht, sondern ich habe wiederverwendbare Bambus-Pads. Gehe ich noch einmal mit übers Gesicht. Gefällt mir sehr gut. Hatte ich eine Weile nicht. Und jetzt habe ich wieder eins. Ist aber auch schon zur Hälfte leer. Und das hole ich mir definitiv wieder. Da bleibe ich Ordinary treu. Rosenwasser. Große Packung habe ich im Moment auch. Monte Nativo Rosewater, weil mein Rosense alle war. Und dann bin ich bei Amazon drüber gestolpert und ich habe das schon mal in kleinen Flaschen gehabt. Dann habe ich es jetzt in der großen gehabt. Ich habe es jetzt wieder in der großen. Ich mag das total gerne. Ich fülle mir das immer eine kleine Flasche ab, weil mir das im Spiegelschrank einfach zu viel Platz wegnimmt oder auch gar nicht reinpasst. Ich fülle mir das dann immer eine kleinere Flasche ab. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe mir von Jungglück welches bestellt. Das ist aber bei mir nicht angekommen vor Weihnachten. Da bin ich gerade mit Jungglück noch am Diskutieren, ob Geld zurück oder, ne? Ja. Die hatten mich angeschrieben, dass es zurückgekommen ist. Das ist bei mir im Spam gelandet. Dann habe ich das jetzt entdeckt, habe geantwortet. Ich sage, oh, ihr habt mir das Geld auch nicht zurücküberwiesen. Schickt mir doch nochmal zu. Dann haben sie mir nicht geantwortet. Dann habe ich nochmal erinnert und irgendwie war jetzt eine Antwort gekommen, die habe ich aber noch nicht gelesen. Aber das Rosenwasser hier, wie gesagt, Amazon, darüber beziehe ich das. Das ist vom Preis her auch okay. Und 100% pure and natural. Da kann man auch nicht wahnsinnig viel falsch machen. Gefällt mir gut, mag ich gerne. Wie gesagt, ich werde das von Jungglück auch ausprobieren. Ah, Rasiergel. Bei mir ist mal das Rasiergel alle gegangen. Wie habe ich das denn hingekriegt? Guck mal, zwei Norberts. Muss ich schon ewig haben, weil ich habe mir schon ewig kein Rasiergel mehr gekauft. Weil wenn ich dann mal Rasiergel brauche, im Winter brauche ich nicht so viel davon. Dann nehme ich auch das von meinem Mann. Und das sind jetzt wirklich Restbestände, die ich da noch aufbrauche. Ich glaube, ich habe jetzt auch aktuell noch wieder eins von Balea im Ding stehen. Aber ansonsten ist Rasiergel was für mich komplett. Also wenn Rasier, dann nur Gel und keinen Schaum. Aber das ist für mich vollkommen überflüssiges Produkt, weil ich rasiere mich auch öfter mal mit einem Duschöl oder aber mit dem Rasiergel von meinem Mann. Und da brauche ich kein extra Produkt. Und ich finde, die riechen auch immer nicht so prickelnd. Das ist immer nicht so mal. Weg damit. So, was haben wir denn hier noch?
Die Forever Skin Glow von Dior habe ich euch neulich schon gezeigt. Ich habe eine Foundation aufgebraucht. Das sieht zwar aus, als wäre da noch was drin, ist es aber nicht. Die ist wirklich ausgelutscht. Das ist nur noch ein bisschen an dem Glas, was da dran klebt. Die ist wirklich bis zum letzten aufgebraucht. Das war so, da war ich so ein bisschen immer ambivalent. Ich hatte immer das Gefühl, ich kriege einen zu rosa Touch dafür. Aber ich habe doch einen neutralen Unterton oder so, dann schon eher ins Rosige als ins Gelbe. Und die hat mir echt gut gefallen. Die habe ich jetzt zum Schluss dann wirklich durchgehend aufgebraucht. Ich hatte die immer so, ich habe sie benutzt. Nach dreimal habe ich sie wieder weggestellt. Dann habe ich sie wieder benutzt, ein halbes Jahr später dann wieder nach dreimal weggestellt. Und jetzt habe ich sie wirklich durchgehend benutzt und war schon fast ein bisschen traurig, dass sie alle war. Die hat mir jetzt zum Schluss oder jetzt so dieses Jahr richtig gut gefallen. Aber es ist mal wieder eine Foundation da und die werde ich mir nicht nachkaufen, weil erstens habe ich noch so viele. Und ihr wisst, die geht mir nicht mehr aus dem Kopf, die Galant. Die fand ich so genial, die Starkdeckende. Es gibt die ja in zwei verschiedenen, hat Flaconi mir ja hier so einen Test dazu geschickt, haben wir ja zusammen gemacht. Die geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Also wenn ich mir eine Foundation nachkaufe, dann ist es erstmal die Guerlain. Definitiv. Aber die war auch schön. So, Manakada, eine Mascara. Ich habe gleich noch eine. Im Gegensatz zu der, die da gleich kommt, war die aber eine Vollkatastrophe. Die haben wir zusammen auch ausprobiert, war in der Mädchenbox drinne, hat dieses Hammerbürstchen, mit dem ich überhaupt nicht klargekommen bin, was mich hat das erinnert an den Morgenstern irgendwie, ich bin mit der überhaupt nicht klargekommen. Die hat bei mir nur gematscht und dann habe ich gedacht, nee, weg damit, zack. Ich mag das auch nicht weitergeben, also gerade bei Produkten, die an den Augen waren, mag ich das nicht weitergeben. Ich würde da auch keine gebrauchte benutzen von jemanden, weil man weiß nie so, dann hat er vielleicht irgendwie eine Bindehautentzündung oder so. Deswegen tue ich sie wirklich weg. Die andere von Manakada ist diese. Davon habe ich auch noch eine eingeschweißt. Die ist mir aber eingetrocknet. Und zwar hat die so ein fast, auf den ersten Blick denkt man, ist ein normales Bürstchen, aber das ist in sich nochmal spiralförmig gedreht. Die hat mir gut gefallen. Wie gesagt, ich habe noch eine davon, noch eingeschweißt. Die werde ich wahrscheinlich mal rausholen, wenn ich meine anderen aufgebraucht habe, die ich noch habe. Die ist mir aber eingetrocknet und ich möchte einfach nicht, dass mir das häufiger passiert, dass mir Mascaren eintrocknen, weil ich zu viele offen habe. Ne? Aber die hat mir ganz gut gefallen. Dann habe ich eine aussortiert, die Snapscara von Maybelline. Die habe ich mir geholt in so einem Weinrot. Die kam vor 2 Jahren, glaube ich, raus oder so. Oder letzte, nee, vor 2 Jahren, glaube ich. Die hat so ein Tannenbaumbürstchen und ist so ein bisschen gebogen. Die habe ich aber aussortiert, weil ich sie nicht mehr wirklich benutze. Also ich hatte neulich das Gefühl, sie wäre trocken. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr diesen violetten Hauch auf den Augen seht. Deswegen habe ich die aussortiert, weil sie mir einfach nichts bringt. So, jetzt habe ich hier so leichte Rückstände auf dem Handrücken. Aber ich habe mir ja Taschentücher mit hierher genommen. Also wenn man das wegwischt und von dichten, dann sieht man schon so einen auberginefarbenen Shift. Ob ich euch das jetzt in der Kamera zeige oder in Hamburg fällt eine Schaufel um. Ich glaube, das kann man nicht erkennen. Vor allen Dingen nicht, wenn die Kamera sich nicht scharf stellt. Da erkennt sie schon, das ist deine Hand, du willst mich verarschen, das ist kein Produkt. So, ich trinke mal noch einen Schluck, weil es ist doch mehr, als ich dachte. Boah, nicht den Kaffee auf den Teppich schütten hier. Oh, wir sind bei 49 Minuten, alles gut. Wir haben noch keine Stunde, aber wir kommen noch auf eine Stunde. Iconista Schauergel, ich glaube, das war nicht meins, von Aigner. Nee, es war nicht mein Duft. Ich habe euch mein Duschgel gezeigt, das reicht mir völlig aus, also ich muss nicht von Aigner ein Duschgel haben. Und der Duft hat mir auch nicht gefallen. Dann, nach etlichen Jahren, habe ich es endlich geschafft, CD. An meiner Haut kommt nur Wasser und CD. Das ist Granatapfel, ein frisches Deo. Das ist ein Deodorant, kein Antitranspirant. Es hält einen nicht trocken und
es hält auch den Geruch nicht wirklich weg. Ich habe das dann nachher als Körperspray aufgebraucht. So ganz Körper. Und da habe ich lange für gebraucht. Das habe ich ewig schon im Schrank stehen. Der Duft ist schön, aber ich greife da einfach nicht nach. Erstens habe ich mein Deo und dann gehe ich eher auf ein Parfum als auf so ein Körperspray. Aber das habe ich dann im Sommer einfach mal als frischen Duft mit aufgebraucht, damit es dann auch weg ist. Würde ich mir nicht nachkaufen. Ich mag den Original-CD-Duft schon sehr gerne, aber es ist halt kein Antitranspirant. Ne? Und ich hätte ganz gerne ein Antitranspirant. Ich möchte nicht trocken, ich möchte nicht nass sein und ich möchte nicht das Gefühl haben zu müffeln, gerade im Sommer. Balea Duschgel. Wow, das ist schon, liegt unten, es ist schon länger leer. Duschgel After Sun. Scheiden sich ja die Geister. Es gibt ja Leute, die stehen da total drauf und sagen, so riecht Sommer. So riecht für mich auch nicht der Sommer. Es war mal ganz nett, dass so, es erinnert mich an den letzten Sommer, weil ich es da halt verwendet habe, aber ich habe da keine wirkliche Sommerassoziation zu. Da ist das Cita Lasso von Douglas. Der Duft ist für mich mehr Sommer als dieser hier. Aber es war okay. Es gibt ja welche, die sagen, nur an den Füßen, ne? Geht gar nicht der Duft. Kann ich dann in gewisser Weise auch nachvollziehen. Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Hier, Pro Zahnschmelz, da haben wir sie. Das ist eigentlich meine Go-To-Zahncreme. Richtig rum, so rum. Die Pro Zahnschmelz von Sensodyne. Das ist meine Lieblingszahncreme. Sanftes Zahnweiß. Ach, guck mal, das ist auch ein sanftes Zahnweiß. Ja, also frag mich jetzt nicht, was da großartig der Unterschied ist. Also die beiden mag ich wirklich beide sehr gern. Bei der hatte ich ursprünglich das Gefühl, dass, kennt ihr das auch, dass man manchmal dann so, wenn man sich die Zähne geputzt hat und dann in den Tag geht, dass man dann so das Gefühl hat, es hängen am Zahnfleisch so wie gelierte Speichelfäden. Ich weiß nicht, was das ist. Das hatte ich anfangs bei dieser Zahncreme. Das habe ich aber nicht mehr. Aber anfangs hatte ich das. Und da habe ich gedacht, so, was ist das dann? Das hatte ich übrigens auch bei der Lavera Zahncreme. Deswegen hat die mir anfangs auch nicht gefallen. Und danach hatte ich das nicht mehr. Keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht mehr. Ich benutze die wirklich jeden Tag. Keine Ahnung, was das war. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Aber die Zahncremes mag ich wirklich gerne. So, dann haben wir hier Ebelin Bio Wattepads. Da sagt sie noch, sie benutzt keine Wattepads. Doch, zum Ablackieren meiner Nägel benutze ich Wattepads. Das ist aber auch die einzige Verwendung, die ich hier noch für Wattepads habe. Ansonsten habe ich meine Bambuspads, die waschbaren. Da hat Sven neulich so eine süße Geschichte erzählt. Er wäscht die ja dann immer. Ich habe die in einem Säckchen am Badheizkörper hängen, die gebrauchten. Und ich muss ihm die schon dann immer dann auch mal, wenn das Säckchen voll ist, auch mit in die Wäsche tun, sonst nimmt er die nicht mit. Und dann hatte er die gewaschen und dann breitet er die immer auf unserem Stubentisch in der Sonne aus, damit die dann auch da trocknen können. Und dann kam der Heizungsableser oder der Heizungsmonteur, weil unsere Heizung hat ja La Paloma gepfiffen. Und dann kam der Heizungsmonteur und da lagen diese Pads auf dem Tisch und dann hat er ganz irritiert dahin geguckt und sagte, ja, das sind die Wattepads meiner Frau. Sie benutzt keine Wegwerf-Wattepads mehr, sondern nur noch diese. Und dann sagt er, hä? Und dann sagt er, ja, die werden gewaschen und dann benutzt sie die wieder für Gesichtswasser und sowas. Das fand er sehr, sehr interessant. Macht seine Frau wahrscheinlich nicht. Und ich komme gut damit klar. Ich komme damit wirklich gut klar. So, dann habe ich hier Haferriegel Kakao von Alnatura. Warum habe ich den denn hier drin liegen? Ich kann euch noch nicht mal mehr sagen, ob der mir gefallen hat. Ich glaube nicht. Der war jedenfalls schweineteuer. Ich kann euch da nichts zu sagen. Ich weiß es nicht, ob er mir geschmeckt hat oder nicht. Luvos Heilerdemaske habe ich endlich mal gemacht. Da seht ihr ein bisschen aus wie die Mumie. Bröckelt euch von der Haut. Mag ich aber sehr gerne. So eine Heilerdemaske. Und dann gebe ich meistens nochmal, wenn die dann durch ist, eine Feuchtigkeitsmaske drauf. Ich habe noch Pulver für Heilerde. Einen ganzen Pott voll. Da kann ich mir die anrühren. Ich hatte es auch mit Flatschi versucht mit Heilerde. Hat nicht geholfen. War ja auch ein Herpes, ne? Da wusste ich aber noch nicht, dass es ein Herpes ist. Och, guck mal. Noch ein Produkt. Arteco. Und zwar ist das, glaube ich, auch eine Mineralfoundation. Das war mir immer so gar nicht bewusst. Hydra Mineral Compact Foundation. Das ist hier die Nummer 67, glaube ich. Weiß ich nicht. Warum habe ich die denn aussortiert? Weil sie leer ist, glaube ich, ne? Weil man, das sieht man, glaube ich. Das sind Refills. Also die, da kann man hier hinten das rausdrücken und neu befüllen.
Warum ist denn die hier eigentlich drin? Weil das, ich habe nämlich zwei Döschen. Eins, was nicht mehr schließt, das habe ich wahrscheinlich schon mal aussortiert. Und dann habe ich gedacht, werde ich mir mal ein neues holen, wenn ich mir eine Puderfoundation hole. Das lege ich mir mal hin. Da werde ich mir einfach nur das Pfännchen rausdrücken. Ich habe nämlich auch die 72. Das war ursprünglich die 67 und dann habe ich noch mal eins, eine 70 oder so gehabt. Das war, aber ich weiß nicht mehr, welches das hier ist. Ich kriege das jetzt hier auch nicht raus. Ich habe keinen Stab, womit ich das rausdrücken kann. Auch nichts Aufgebrauchtes. Ich lege es erstmal beiseite. Oh Gott. Leute, habt ihr Zeit? Was habe ich denn hier? Barbour for you. Barbour Ampullen, muss ich nichts mehr zu sagen. Liebe ich. Ich glaube, die waren mal in der Merry Christmas. Die waren mal entweder im Adventskalender oder in der Weihnachtsbox vor 2 Jahren oder so drin. Das hatte ich doppelt und habe sie jetzt die zweite Packung auch aufgebraucht. Ich habe im Moment auch noch zweimal Barbour, zwei verschiedene Ampullen in Benutzung. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Die stehen da so rum, ohne dass ich sie benutze. Das kann eigentlich gar nicht sein. Frechheit. Eine weitere Mascara, die ich aussortiert habe, kommt gleich noch eine Judith's Lengthening Mascara. Ich mag von Judith Williams die Mascaren ja beide sehr gerne. Die habt ihr auch schon öfter gesehen bei mir im Video. Und die Waterproof habe ich mir damals, da habe ich mich vergriffen, weil eigentlich wollte ich die haben. Aber die Waterproof ist viel besser. Die Lengthening, die macht ein tolles Ergebnis. Die macht wirklich ein tolles Ergebnis. Die ist richtig schön. Die hat mir gut gefallen, hat so ein ganz einfaches Bürstchen. Das Problem ist, sie bröckelt. Sie bröselt euch über den Tag, ihr habt dann nachher hier überall diese schwarzen Pünktchen liegen und das ist das Manko, sie bröselt. Die ist toll im Auftrag, die sieht toll aus auf dem Auge, aber sie bröselt im Laufe des Tages und das, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen weg damit. Die Mascara ist richtig schlimm und das ist eine Waterproof, das betone ich. Weil ich erzähle euch gleich die Geschichte dazu, habe ich euch, glaube ich, auch schon erzählt. Da hat man einerseits hier so einen Primer, wo ich das Gefühl habe, dass der total ausgetrocknet ist. Und die hatte ich mir gerade erst gekauft. Also die lag nicht bei mir rum, sondern die hatte ich mir gerade erst gekauft. Da ist der Primer von Essence, der Wimpernprimer, um Längen besser. Also das Ding hier, ob du das drauf machst oder bums, passiert gar nichts. Und dann haben sie hier auch ein ganz, ganz schlichtes, einfaches Bürstchen, was vielversprechend ist. Ist für ein natürliches Augen-Make-up auch okay, will ich gar nicht sagen. Aber die ist waterproof. Und ich bin vor 14 Tagen, montags, ist bei uns nochmal richtig Schnee runtergekommen. Und ich bin abends nochmal eine Runde gelaufen und ich habe mich, das muss ich auch dazu sagen, ich bin richtig schlimm in Schnee gekommen. Sven hat zu mir gesagt, warum hast denn du keinen Regenschirm genommen? Auf die Idee war ich gar nicht gekommen, weil es hat ja geschneit und nicht geregnet. Warum soll ich dann einen Regenschirm nehmen, ne? Und dann habe ich meine Runde gedreht und kam hier echt an wie eine Schneefrau und habe nur die Schuhe ausgezogen, bin dann in die Badewanne mit Mantel, Schal und Mütze und Tasche und habe mich dann da entkleidet, weil wenn ich mich auf dem Flur ausgezogen hätte, hätten wir ein Schneechaos da gehabt und dann eine Wasserlache, ne? Und das wollte ich nicht und deswegen habe ich mich in der Badewanne ausgezogen. Und dann habe ich mich bin ich am Spiegel vorbeigegangen und habe mich fast erschrocken. Und Leute, ich lüge euch nichts vor und ich übertreibe auch nicht. Mir ist das schon aufgefallen, dass die nach oben abstempelt. Sollte sie als Waterproof eigentlich nicht machen. Und dann war ich ja in diesen Schnee gekommen und ich bin ja auch Brillenträger. Also der Schnee lag nicht unbedingt, ich bin nicht mit Schnee auf Augen gekommen, sondern das war auf der Brille. Aber ich habe die Brille abgenommen und ich habe ausgesehen, nicht nur hier unten wie ein Panda, sondern auch hier oben wie ein Panda. Die ganze Augenhöhle war schwarz. Alles. Es war alles nur noch schwarz. Alles. Waterproof. Wie kann das passieren? Danach ist die wirklich Standtorpede im Aufgebraucht gelandet. Also so eine schlimme Mascara habe ich mein Lebtag noch nicht gehabt. Wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Hier haben wir noch eine Mascara und zwar die False Lash Effect von Max Factor. Die riecht bei mir wie Schuhcreme. Und zwar schon von Anfang an. Hat ein sehr großes Bürstchen, ist jetzt glaube ich auch eingetrocknet, ein sehr massives Bürstchen. Aber die roch von Anfang an für mich nach Schuhcreme und die habe ich auch nicht oft benutzt. Und was so nach Schuhcreme riecht, möchte ich nicht an den Augen haben. Nee. So. Das haben wir auch zusammen ausprobiert beim Full Face Sephora.
Und zwar ist das ja so ein Eyeliner-Stift, der ja so ein bisschen metallisch sein soll. Aber das ist mir definitiv nicht ausreichend. Dann habe ich es nochmal versucht als komplette Grundierung oder als Liquid-Lidschatten. Dann ist mir das in die Augen gekommen und ich benutze es an den Augen. Das heißt, es kann auch mal sein, wenn ich heule oder wenn irgendwie, wenn ich in Schneechaos komme, dass es in die Augen kommt. Es hat so gebrannt und das hat gar nicht mehr aufgehört. Das, no way, ging gar nicht. Man hat es auch am Auge überhaupt nicht gesehen, ne? Also das haben wir zusammen ausgetestet. Das brachte überhaupt nichts. So, dann haben wir hier, die habe ich noch in Benutzung, Winter Edition. Eine von Eroi, Bio-Seife, Gesichtsseife, made in Austria. Die brauche ich zurzeit als Handseife auf, beziehungsweise als Pinselseife, weil ich habe gedacht, so von wegen eine feste Seife für die Gesichtsreinigung, ne, statt Reinigungsgel oder Reinigungsschaum, die brennt in den Augen. Also zum Augen-Make-up oder über die Augen. Ich gehe zwar vorher mit dem Öl rüber, aber ich gehe dann auch immer noch mal mit der Reinigungslotion und nehme den Rest von den Augen runter. Die brennt wie Hulle, da könnt ihr mit einem richtigen Seifenstück rangehen. Die benutze ich als Handwaschseife im Moment auch. Kein Wiederkaufprodukt. Lanchester Skin Life, das war ein, oh, der ist so teuer, aber der steht bei mir in Douglas auch auf der Wunschliste in der Originalgröße. Das war auch wie so ein Primer. Ein tolles Produkt. Hydratisierend, ein bisschen Glow spendend. Ein tolles Produkt war mal als diese Luxusprobe in der Mädchenbox drinne, steht bei mir in Douglas auf der Wunschliste. Also wenn ich mal zu viel Geld habe, werde ich mir das mal mit reinlegen. Die hat mir wirklich gut gefallen. Dann haben wir hier abgängig Shizara Face. Das habe ich, glaube ich, mal in einem Swap drin gehabt. Eine Gesichtsmaske, hydratisierend, war okay. Kann ich nichts weiter zu sagen. Dann habe ich habe gedacht, das wäre von Caudalie. Das war auch in der Mädchenbox mal eine Tagescreme drin, eine intensive Feuchtigkeitspflege von mit Regenerationswirkung. Die war schon, das wäre was für mich wieder für den Winter. Da sind wir wieder bei dem Thema Winter. Arcel Med. Ja, ohne Gedöns, ohne Schnickschnack. Eine solide Creme für den Winter, für den Sommer wäre sie mir zu reichhaltig. Aber eine solide Creme hat mir gut gefallen. Dann haben wir hier Sebamed Feuchtigkeitsfluid. Ich war ja mal auf der Suche Anti-Redness und sowas und da bin ich darüber gestolpert. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber gegen meine Rötung hat das nicht geholfen. Ich habe noch irgendwie, ist auch aufgebraucht, Kompletti. Hatte auch einen schönen Duft, hat mir gut gefallen, aber da ist auch noch ein bisschen was drin. Aber ich komme da nicht ran und das ist bei diesen Dingern echt immer ein bisschen schwierig. Bei Tuben, die kann ich aufmachen und auslutschen quasi. Aber das Produkt an sich hat mir gut gefallen, habe ich als Fluid für die Nacht genommen. Nicht tagsüber, weil es mir, da hatte ich immer ein bisschen Angst, dass es mir zu reichhaltig ist. Aber es hat auch gut gerochen. Das habe ich für die Nacht genommen. Einen Lack habe ich ausgesortiert von Sally Hansen. Salon Maniküre. Da kriege ich keinen gleichmäßigen Auftrag mit hin mit dem Lack. Der hat bei mir immer Streifen. Also ich müsste, glaube ich, drei oder vier Schichten drauf machen. Und nee. Das mag aber an der Pigmentierung liegen. Dann habe ich hier aufgebraucht. Habe ich auch schon ewig bei mir. Ist von L'Oréal. Nude Magique BB Puder. Nude Magique ist schon ewig raus aus dem Sortiment. Und das habe ich jetzt ausgelutscht. Das hatte ich dann mit im Laden, wenn ich mal das Näschen nachpudern musste vom Video oder so. Das ist jetzt aufgebraucht. Hat mir aber gut gefallen. Ist da noch ein Spiegelchen mit drinne. Hat mir gut gefallen. Ist aber jetzt dann auch aufgebraucht und viel zu alt. So, was haben wir hier? Eine Barbour Kollagen Booster. Eine Probe bzw. eine Ampulle. Muss ich nichts mehr zu sagen. Die Barbour-Ampullen sind durch die Bank weg. Alle toll. Die liebe ich. Dann haben wir hier Scholl Ersatzrollen für die Ferse. Ich habe die konischen, mit denen komme ich richtig gut klar. Also ich habe ja so einen Scholl, so einen für die Hornhaut, ne? Da gehe ich dann hier hinten sind sie abgebildet. Und ich habe halt so einen konischen. Ist der da schon mit dabei? Nee. Aber da gibt es ja jetzt diese konischen, die sich so schön an die Ferse anlegen und das
Damit komme ich gut klar. Dann haben wir hier Aqua Colonia. Habe ich schon mal als Duschgel auch gehabt. War mal als Parfümprobe mit dabei. Ja, das ist Safran und Iris. Echt Kölnisch Wasser ist ja kein Parfüm, sondern das ist wirklich ein Erfrischungswasser, was man in die Hand macht zum Riechen. Und, aber das war okay. Das war jetzt kein Schlipperstürmer, würde Bötchen sagen. War okay. Dann haben wir hier Flower Bomb Eau de Parfüm. Das sagt mir jetzt gar nichts. Auch eine Parfümprobe. Wirst du ja bei Douglas und so auch immer mit zuge... Oh nee, das war mir zu süß. Oh, das war mir zu süß und zu schwer. Ja. Ritual of Namaste. Ich glaube, das war ein Micellenreinigungswasser. Das war okay. Würde ich mir jetzt aber nicht nachholen. Ich bin nicht der Nutzer von Micellenwasser. Das Einzige, wo ich es benutze, ist jetzt hier so bei mir am Schminktisch, wenn ich mal hier mir wieder in die Haare was reingehauen habe oder um zum Swatches entfernen. Ansonsten nutze ich kein Micellenwasser, weil man sollte auch nach Micellenwasser nochmal ein Rosenwasser oder was nehmen, wegen der Sulfate. Irgendwas, was auf der Haut bleibt. Also es ist nicht so, dass ihr das wie einen Toner benutzen könnt, sondern vielleicht zum Abschminken. Und dann solltet ihr trotzdem nochmal mit einem klärenden Toner oder so drüber gehen zur Neutralisation der Haut. Habe ich irgendwann mal gehört. Deswegen bin ich da ein bisschen ambivalent. Ist auch ein schönes Wort, ne? Ambivalent. Meine Schmusekatze ist leer. Ich brauche dafür mal ewig, weil ich brauche bloß ein oder zwei Pumphübe pro Haarwäsche. Beziehungsweise ich mache das dann ja ins Handtuch trockener Haar, um so ein bisschen Friss rauszunehmen, weil meine Haare neigen zu Friss. Und ja, die hat halt so einen ganz eigenen Geruch. Ich habe jetzt in meinem Leben, glaube ich, die dritte Schmusekatze leer gemacht, Anti-Friss-Lotion. Ich hatte jetzt neulich in der Mädchenbox würdigen Ersatz, got to be. Das ist etwas, das würde ich mir nachkaufen, aber das steht bei mir 2-3 Jahre, bis es leer ist. Also davon brauche ich wirklich nicht viel, weil ich wasche meine Haare ein, maximal zweimal in der Woche. So, Balea Peach Ice Tea Mask. Ja, das war eine, zwei Sachets, also keine Tuchmaske, sondern eine, die man dann wieder abnimmt mit einem Kosmetiktuch. Ich gehe meistens sogar mit meinem Mikrofasertuch rüber und wasche es ab. Ich mag das nicht, wenn da irgendwas drauf bleibt. Hyaluron- und Goldschimmermaske. Leute, fragt mich, wo daher das ist. Für zwei Anwendungen. März-Spezial. Ja, das gleiche Spiel. Eine solide Maske zum Auftragen. Ich nehme mir das immer wieder ein bisschen mit meinem Mikrofasertuch dann ab, weil ich mag nicht, wenn da irgendwas drauf bleibt. So. Balea, hier ist es. Guck mal, habe ich mir reingeschmissen. Das ist die feste Spülung. Ich habe mein erstes festes Shampoo leer gemacht. Und das war von Alverde. Und zwar das mit Grapefruit, glaube ich. Da gab es Grapefruit und Kokos. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch andere Sachen gibt. Aber das habe ich mittlerweile leer gemacht. Yay, das ist jetzt endlich leer. Hat ewig gereicht bei mir. Und dazu habe ich mir geholt von Balea die feste Spülung. Diese hier. Finde ich gut. Finde ich richtig, richtig gut. Ja, meine Haare kommen damit wunderbar klar. Ich werde mir das nächste Mal, wenn ich im DM bin, auch wieder ein festes Shampoo mitbringen. Oder habe ich noch eins? Vielleicht, ich muss mal gucken, vielleicht habe ich sogar noch eins bei mir im Stash. Weil wie gesagt, das ist jetzt gerade leer gegangen, aber ich habe die Verpackung nicht mehr. Und die feste Spülung, da werde ich mir vielleicht mal die Packung hier behalten, wenn ich das dann wirklich aufgebraucht habe. Mir gefällt die richtig gut. Ich habe die jetzt schon 5, 6, 7 Mal angewendet und es gefällt mir wirklich gut. So, dann habe ich noch ein bisschen dekorative Kosmetik aussortiert. Und zwar von Physicians Formula, diese Liquid Lipsticks. Ich trage keine Liquid Lipsticks. Ich mag das nicht auf der Lippe. Die drei habe ich aussortiert. Ich glaube, den roten habe ich mir noch da behalten und eine Farbe vielleicht. Aber ich trage keine Liquid Lipsticks. Ich mag das auf der Lippe nicht, wenn die Lippe so trocken wird. Ich trage lieber einen cremigen Lippenstift, trage den lieber über den Tag nochmal nach. Das mache ich auch nicht. Aber ich mag die Konsistenz nicht, weil wenn du die dann nochmal, wenn die sich abgetragen haben über den Tag und du setzt nochmal einen drauf, das funktioniert vorne und hinten nicht. Deswegen habe ich die komplett aussortiert. Dann haben wir hier noch
Das ist die Detox-Maske von Mert Spezial, wo ich vorhin die Umverpackung hatte. Dann haben wir hier von Balea eine Cremegel-Maske. Ich habe nicht wirklich viele Masken aufgebraucht. Ein paar, aber nicht wirklich viele. Guck mal, hier ist eine Pinzette, aber die war, glaube ich, Schrott. Deswegen liegt die hier drin. So eine ganz einfache Billo-Pinzette. Wird schon Grund haben, warum die hier drin liegt. So, dann haben wir hier noch von Juzuhula Benefit. Das gibt es nicht mehr. Das war so ein Flüssigbronzer, den hatte ich vor Urzeiten mal in der Mädchenbox und habe nie gewusst, was ich damit wirklich mache, weil ich benutze Puderbronzer und habe das dann auch meistens immer in den Steps vergessen. Und jetzt habe ich den irgendwie mal mit aufgebraucht. Nee, doch nicht. Doch, da kam jetzt nur noch so ein Nöppelchen mit rein. Ich glaube, den habe ich mal mit aufgebraucht, indem ich eine Foundation damit dunkler gemacht habe. Gibt es sowieso nicht mehr, also kann auch weg. Dann habe ich noch so ein paar Was haben wir denn hier noch? Ach, das ist hier die meine Color. Das werde ich mal nicht wegschmeißen. Das ist die Golan Foundation. So, was haben wir hier? Wir haben hier von Clear Lash and Brow Gel von Artico. Ich mag Artico sehr gerne, aber dieses Clear Gel für die Augenbrauen nutze ich nicht erst. Und das Bürstchen ist auch ein Hammerbürstchen, ne? Riesig. Das benutze ich nicht für die Augenbrauen, also aussortiert. Dann habe ich, was haben wir hier noch dickes drinne? Chanel, oh, die Le Volume. Das ist eine Mascara. Die würde ich mir wieder kaufen. Die ist teurer. Die ist aber extrem gut. Viele sagen immer, dass die von jetzt muss ich mal hier, ich mag das nicht, wenn mir so was runterfällt, was noch gar nicht dran ist. Die ich euch neulich mal gezeigt habe, die Paradise von L'Oreal. Da sagen ja viele so, das ist der Dupe. Oder nee, die ist zu Better Than Sex, glaube ich. Aber die Mascara von Chanel, Le Volume, die ist echt schön. Die werde ich mir auf alle Fälle nochmal nachkaufen. Ich habe mir die gar nicht gekauft. Ich glaube, die war mal in der Box drin. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich eine Chanel Mascara gekauft habe. Ich glaube, sie ist trocken. Ich werde sie nochmal probieren. Eigentlich ist sie schon drüber. Nein, komm weg. Oder? Ich weiß noch nicht. So, und dann habe ich ein paar Lip Pencils aussortiert. Nee, guck mal hier. Hier habe ich noch ein Black Brown von Maybelline. Ist das Maybelline? Keine Ahnung. Ist schon so abgegrabbelt. Ein Augenbrauenstift. Da ist hier nur noch eine kleine Ecke dran. Das würde aber nicht mehr reichen für mich. Und hatte hier dann so ein Puderchen drin, so, wo man dann so reitgehend und dann so das Puder aufträgt. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, das Produkt. Aber ich mag im Moment sehr gerne von Judith Williams den Augenbrauenstift. Und dann haben wir hier noch so ein paar... Was ist das? Bang. Huh. Ach so, der ist komplett trocken. Den hatte ich doch aber gerade erst in der... Bang. Bang Beauty. Ich glaube, der war jetzt gerade erst drin, aber der hat überhaupt nichts gebracht. Der ist auch wie ausgetrocknet. Weg. Dann haben wir hier Lord & Barry. Ein Kajal. Nee, ist das ein... Was soll denn das sein? Braun? Brunette Magic Brow. Ist mir zu rötlich. Hier. Ist ein Braunstift. Ist mir aber zu rötlich. Genau. Das war's. Und dann habe ich hier von Artico ein... Die sind mir eingetrocknet. Das sieht man hier schon. Ich weiß nicht, ja. Ich glaube, das sieht man schon, ne? Der ist eingetrocknet. Den habe ich auch nochmal. Dann haben wir hier von P2 ein Lip Liner. Scheiße. Das Wort habt ihr nicht gehört. Der ist mir gerade abgebrochen, weil er auch schon spröde ist. P2 gibt es ja auch gar nicht mehr. Der ist mir auch zu dunkel. Den habe ich dann noch irgendwie mal mit drüber gesetzt. Der ist mir zu dunkel. P2 gibt es nicht mehr. Den habe ich ewig schon hier. Guck mal, hier ist noch einer von... Hier ist ein Infallible von L'Oreal, der mir eingetrocknet ist.
die sind halt alle irgendwie eingetrocknet. Ne? Dann haben wir hier von Douglas einen, der auch nicht so berauschend war. Dieses Rot trage ich auch nicht. Das ist ein Hammerrot. Nein. Dann haben wir noch so ein von L'Oreal Age Perfect. Bei dem weiß ich gar nicht, wie ich den anspitzen soll. Das ist so ein Plastik, aber das ist auch ein Pink, was ich nicht trage. Dieses Pink trage ich nicht. Nein. Essence Lip Liner. Zu trocken. Den muss ich euch gar nicht zeigen. Der tut schon weh, wenn ich über die Haut gehe. Catrice einer. Und noch einer von Douglas. In einer Brick-Farbe, die ich einfach nicht trage. Die habe ich aussortiert. Ich habe mich mal durchgerungen. Ich habe noch genug Lip Liner. Meistens fehlt mir sowieso die Farbe, die ich brauche, beziehungsweise ich benutze gar keine Lip Liner. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das ist ganz selten bei Rot. Also wenn ich einen roten Lippenstift habe oder einen sehr creamy Lippenstift, dann benutze ich auch mal einen Lip Liner. Aber ansonsten vergesse ich das auch meistens. So. Und dann habe ich hier noch zwei Schätzchen. My Little Beauty Pretty Drops Serum. Das war okay. Das war ja kein Schlüpperstürmer, aber das war okay. Ganz im Gegensatz zu diesem. Nee, warte mal. Ich glaube, dieses war das von Sephora. Ja, das hat mir grundsätzlich ganz gut gefallen. Aber erinnert ihr euch noch, dass ich euch öfter mal erzählt habe, dass ich hier so trockene Stellen runtergekriegt habe und immer nicht wusste, woran es lag? Das Scheißerchen war das. Das. Habe ich leider erst rausgekriegt, als es fast zu Ende war. Ja, ich habe es fast aufgebraucht, aber nicht komplett. Ein bisschen was ist noch drin. Serum Lichy. Ich mag die Lichy Gesichtsmaske sehr gerne von Sephora, aber das hat hier bei mir richtig trockene Stellen rausgeholt. Ganz, ganz schlimm. Also das trocknete hier immer aus und es war immer, wenn ich das Produkt verwendet habe, nach 2-3 Tagen ging das los. Und es ist immer schwierig, wenn man dann doch mal so ein paar andere Sachen noch in der Pflege hat, wo man dann sagt, wo kommt denn das auf einmal her? Und irgendwann habe ich mal hier den Übeltäter gefunden. Das war der. Also kein Nachkaufprodukt. Und jetzt, wuhu, wir haben es geschafft. Guck mal, ist nicht ein Produkt ausgelaufen. Juhu. Also das ist jetzt hier noch Guerlain und Tautropfen. Und hier die Dose, die ich mir nochmal raushole. Und ansonsten sind wir durch mit aufgebraucht. Ich sollte nicht so lange warten, weil das ist jetzt echt ein Hammer-Video. 1,18, 1,20 in Spielfilmlänge XXXL aufgebraucht. Und wenn da noch irgendwas daneben gefallen ist, so wie es gerade aussieht, dann packe ich das beim nächsten Mal rein. Aber ich glaube, das ist auch eine Kosmetiktücherpackung. Die packe ich euch dann nicht beim nächsten Mal mit rein. Bis dahin brauche ich dann auch wieder eine auf. Also ihr Lieben, das war mein Aufgebraucht. Ich mag Aufgebraucht-Videos total gerne. Und ich mag Aufbrauchen sehr gerne. Ne? Also da stehe ich total drauf. Hat man vielleicht gemerkt. Ich bin immer so froh, wenn ich was aufbrauche oder jetzt auch bei den Liplinern, die hüte ich schon ewig und ich benutze sie nicht. Also weg damit. Die Produkte sind einfach auch nicht mehr gut gewesen. Die sind eingetrocknet, gerade bei den Liplinern. Ne? Und auch bei so einem, jetzt greife ich hier in den Müll, bei so einem Sally Hansen Lack. Natürlich, der kostet viel Geld, aber wenn der nicht funktioniert und ich habe ihn, guck mal, er ist immerhin bis hier leer. Ne? Also ich habe den schon benutzt und habe mich immer wieder geärgert und dann bringt es auch nichts. Und im Moment bin ich ja sowieso, dass ich hier die Neonails drauf habe. Das ist übrigens nicht abgegribbelt, sondern da ist irgendwas, Mascara oder so drauf. Ja, da weiß ich ja noch nicht, wo diese Reise hingeht. Also ihr Lieben, ich halte mich jetzt hier nicht länger auf. Ich räume jetzt den Müll weg. Ich habe heute noch ein paar andere Sachen zu tun, aber das ist endlich das aufgebraucht. Halleluja, jetzt muss ich nur noch, ich sehe gerade hinter euch einen ganzen Köcher voll Pinsel, die ich noch irgendwann mal waschen muss. Kommt Zeit, kommt Waschen. Also. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Tschüss, ne? Bleibt gesund, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns demnächst wieder auf dem Kanal. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss.